Es gibt vermutlich zwei Formen von Intelligenz. Unter fluider Intelligenz versteht man die Fähigkeit, schnell und unabhängig von früheren Erfahrungen zu denken. Sie ist abhängig von der Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu halten und profitiert von einem starken Arbeitsgedächtnis. Sie kann trainiert werden, aber die fluide Intelligenz wird in erster Linie von ihren Genen bestimmt. Die kristalline Intelligenz ist die Fähigkeit, Wissen aus früheren Lernprozessen anzuwenden, die im Langzeitgedächtnis gespeichert wurden. Sie nimmt mit der Erfahrung zu und wird daher hauptsächlich von der Umwelt geformt. Um komplexe Probleme zu lösen, müssen beide Arten von Intelligenz zusammenarbeiten. Um zu veranschaulichen, wie fluide und kristalline Intelligenz funktionieren, betrachten wir die Geschichte von Arthur, einem feinen jungen Mann, der eine junge Prinzessin retten will, die von einer bösen Hexe gefangen genommen wurde. Die Hexe versprach, die Prinzessin nur dann freizulassen, wenn ihr Arthur ein wertvolles Juwel aus einer geheimen Gruft bringt. Arthur willigt ein, beginnt seine Suche und stößt auf einen tiefen, dunklen Wald, den er durchqueren muss. Er navigiert mit einem Kompass und einer Karte durch die Wildnis, mit der Intelligenz, die sich herauskristallisiert hat, weil er als Junge viel Zeit mit Kartenlesen verbrachte. Am Ende des Waldes entdeckt Arthur den Eingang zur Gruft und sieht das kostbare Juwel bereits in der Ferne funkeln. Als er die Gruft betritt, tritt er auf eine Druckplatte. Seine kristallisierte Intelligenz sagt ihm, dass dies eine mechanische Falle ist. Etwas, das er in seinem früheren Leben kennengelernt hat. Er bleibt stehen und überlegt sich eine Lösung. Da er sich noch nie in dieser Situation befunden hat, kann er nicht auf frühere Erfahrungen zurückgreifen. Zum Glück übernimmt seine fluide Intelligenz die Kontrolle und ermöglicht es ihm, spontan einen neuen Plan zu entwerfen. Lass die Tasche fallen. Sie übt Druck auf die Platte aus und du kannst dir das Juwel schnappen. Die kristallisierte Intelligenz macht sich eine Notiz für die Zukunft. Arthur gab das Juwel der Hexe, befreite die Prinzessin und brachte sie sicher nach Hause. Angenommen, Arthur wäre ein durchschnittliches Kind und wir würden die Entwicklung seiner Intelligenz über 90 Jahre hinweg aufzeichnen. Seine fluide Intelligenz würde bis zum Anfang der 20er Jahre stark ansteigen und dann ihren Höhepunkt erreichen und abnehmen. Seine kristalline Intelligenz würde später ihren Höhepunkt erreichen und in höherem Alter langsam abnehmen. Der Psychologe Raymond Cattell prägte die Begriffe fluide und kristallisierte Intelligenz im Jahr 1963. Was denkst du? Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der du deine fluide und deine kristallisierte Intelligenz genutzt hast? Schreib uns deine Gedanken in die Kommentare unten.